Schnell! Jetzt können wir wieder ein bisschen... Da oben sind ja auch so viele. Standhalten, Männer! Eure Magie kann mir nichts anhaben. Okay, ich nehme alles zurück. Salve! Ich will auch Salve machen. Schickt sie zum Seelenfluss. Das ist ein Hinterhalt. Flammenwelle. Die Rune befürchtet. Gut, dass sie sich alle auf meinen Held konzentrieren. Der kann viel einstecken. Auf mein Zeichen. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Auf mein Zeichen. Zur Ehre Aonir. So, wo ist der letzte hier? Der ist schon verreckt, folgt oder? Mir. Hier ist auch nichts mehr. Da räume ich eben noch auf. Schlag sie zurück! Die Rune ruft. Und dann werde ich mir Fight vorknüpfen. Link wird bestimmt sehr zufrieden mit mir sein. Schlag sie zurück! Auf mein Kommando. Und los. Die Zeit der Rache ist gekommen. Mir nach. Vorwärts. Vorwärts. Zur Ehre Aonirs. Aura der Trägheit. Zielschuss. Auf Feind. Auf Feind. Zielschuss. Auf irgendwen. Haltet durch. Zurück, Kämpfer, Magier, wie auch immer. Sie sind überall! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Mein Hexer ist schon wieder gestorben, warum stirbt der immer? Ja, Fight ist auch schon tot. Sehr gut. Schließt die Reihen! Das heißt, wir haben die Aufgabe erfüllt. Alles klar. Hui. Zu euren Diensten. Bruchstück von Fight. Was könnte das für ein Bruchstück sein? Bestimmt zu irgendeinem Schatz oder sowas. So könnte ich Flink einschätzen. Trickster. Bringt Flink das letzte Bruchstück. Das scheint so eine Art Dreieck zu sein am Ende. Es gibt ja drei Bruchstücke. Eins hatte Flink, eins dieser Typ, den zu wir in den klagenden Stein gefunden haben. Wie hieß er? Cassius Dema. Oder? Ja. Cassius Dema, oder das, was noch von ihm übrig ist. Und du stehst hier immer noch rum. Geh doch zurück nach Eloni oder so. Hast nichts Besseres zu tun? Langsam müsste auch mal Urak fertig sein mit der Erdenklinge. Da gehe ich doch gleich mal gucken. Urak! Na los! Urake grausam. Nein, Gursam. Gursam. Hexer Antius, du musst noch viel lernen. Die haben alle nur 9. Wenn sie 10 hätten, könnten sie die magische Meisterkugel auch benutzen. Aber nein. Es muss mal wieder alles nicht funktionieren. So. Glück auf! Ist das Adamantinum fertig? Das ist es in der Tat. Ein prachtvolles Stück, wie es nur ein Zwerg vollbringen kann. Hier, nehmt es. Vielen Dank. Questbuch aktualisiert.
Erdenklinge. So, wo ist die Erdenklinge? Meisterklinge. Lichtbringer. Meisterdolch. Windfall. Dunkle Sichel. Erdenklinge. Schaden 10 bis 17. Effekt zersetzen. Das war's auch schon mit der Erdenklinge. Kämpfer Alrius kann sie benutzen. So. Ich kann sie ja sowieso nicht nehmen. Und ich würde sie auch nicht nehmen. Ich finde, so gut ist die gar nicht. Vielleicht kannst du auch noch was Besseres noch nehmen. Nee. So, dann gehen wir als nächstes zurück nach Graufurt. Und überbringen Flink die gute Nachricht. Und das Bruchstück. Und einen Tritt in den Arsch, weil er so scheiße ist. Ich werde dich nie wieder ansprechen, Gaba. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe wirklich keine Lust mehr. So, und danach werde ich noch Amra und Lea die Quest beenden. Und dann können wir uns eigentlich schon zum Nachtflüstertal aufmachen. Der drittletzten Karte. Da werden nochmal die Dunkelelfen besonders betont, weil die ja bisher so in den Hintergrund gerückt sind. Hat nicht viel zu tun mit der Handlung. Craig und Schalach werden wir übrigens auch nochmal wiedersehen. In späteren Spellforce-Teilen. So, hallo Flink. Oh, ist das euer Geldbeutel? Wie kommt der denn hier? Sehr witzig. Hier, das Bruchstück. Zerbo ist mir gnädig. Seid bedankt, großer, starker Krieger. Wofür ist dieser Schlüssel eigentlich? Aber, wer wird denn so viele Fragen stellen? Hey! Reizend. Sowas in der Art hatte ich befürchtet. Seht ihr? Ihr lernt schnell. Nun gabt euch wohl. Also gut, hier. Das bin ich euch wohl schuldig. Was immer das ist. Malachi. Meint er vielleicht Malachit? Und wenn ja, fühle ich mich verarscht. Denn was soll ich mit dem ganzen Geld? Ich habe schon genug. Den einzigen Bogen, den ich noch nicht benutzen kann, das ist der Adelsbogen. Und ich habe jetzt auch irgendwie keine Lust, mir irgendwo irgendwas zu kaufen. Gut, dann gehe ich halt in die klagenden Steine. Süden. Und ihr werdet schnell merken, dass Amra hier liegt. Schnell, Zwerge. Helmmonument ist nur hier, oder? Ja. Aber der Homunculus ist noch da. Ja, juhu. Ein treuer Diener. Gibt es Arbeit? Ja. Du sollst Stein sammeln. Hier liegt immer noch was vom Todesboten. Ja, Amras Wächter, die laufen hier überall rum. Die laufen hier überall rum, weil Amras Grab hier ist. Und hier sind Schatten. Viele von Amras Wächtern. Die sind aber Gott sei Dank eine Stufe 10, also für mich nicht weiter gefährlich. Mondsilber, das ist schon mal wichtig. Ich will 80 Verteidiger bauen. 80 Verteidiger und den Zwerg-Titan. Und dann, boom. Mal sehen, ob ich mit denen hier klarkomme. Gibt es Arbeit? Ja, weil... Feuerwelle! Das
ist ein Hinterhalt. Haha. Das kitzelt. Runenkrieger, zu mir. Das kitzelt. Wie wär's mit einem Eisschild? So, der prügelt sich jetzt ein bisschen mit denen. Gibt es Arbeit? Und ihr baut mir einen Steinbruch. Das wird ein Meisterwerk. Was wollt ihr? Schon so gut wie erledigt. Die Linien müssen halten. Und im nächsten Video gibt's mehr. Bis dann.